Im Kapitel 9.3 Managementbewertung der ISO 14001 geht es im Prinzip darum, dass die oberste Leitung, das Management in regelmäßigen Abständen Bewertungen oder eine Bewertung ihres Managementsystems durchführt und diverse Punkte mit betrachtet, die im Rahmen der Norm entsprechend gefordert sind. Die oberste Leitung muss das Umweltmanagementsystem der Organisation in geplanten Abständen bewerten, um dessen fortlaufende Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Das bedeutet, in diesem ersten Satz sagt uns die Norm, dass definitiv Managementbewertungen durchgeführt werden müssen, und zwar in geplanten Abständen. Es hat sich mit der Zeit letztendlich eingeschlichen, dass ein gewisser Turnus sich etabliert hat. Einmal im Jahr beispielsweise eine Managementbewertung. Erfahrungsgemäß ist es so, dass eigentlich Managementbewertungen viel engmaschiger gefahren sind, diese aber im ersten Blick nicht als solche erkannt werden. Es bleibt Ihnen letztendlich als Unternehmen überlassen, inwieweit Sie Managementbewertungen engmaschiger fahren wollen oder ob Sie wirklich einmal im Jahr separat das Umweltmanagementsystem betreffende Managementbewertung durchführen wollen oder wenn Sie beispielsweise schon bestehende Regeltermine haben, die vielleicht einmal wöchentlich oder einmal monatlich oder vielleicht einmal quartalsweise stattfinden, dass Sie diese Möglichkeit nutzen, Themen, die diskussionswürdig sind, die im Rahmen der Norm entsprechend auch diskutiert werden müssen, auch in diese Regeltermine mit einzustreuen. Die Managementbewertung muss folgende Aspekte berücksichtigen. A. Den Status von Maßnahmen vorheriger Managementbewertungen, das heißt als Agendapunkt beispielsweise, die Sie im Rahmen Ihres Management-Reviews aufführen, könnte das ein erster Punkt sein, Agendapunkt sein, der befüllt werden muss mit Informationen und zu dem sich auch die oberste Leitung äußern muss. Wenn Sie noch keine Managementbewertung im Sinne der ISO 14001 durchgeführt haben, dann gibt es eventuell noch keine Maßnahmen und auch den Status von Maßnahmen bisheriger Managementbewertungen. Falls es solche gibt, dann müssen diese entsprechend hier aufgeführt werden. Im Unterpunkt B steht geschrieben, dass weiterhin Veränderungen bei externen und internen Themen, die das Umweltmanagementsystem betreffen, diskutiert werden müssen. Das heißt, wenn sich gewisse Neuerungen ergeben, beispielsweise bei Themen, die Sie interessieren, im internen oder externen Bereich, Behörden beispielsweise neue Informationen haben oder produktrelevante, umweltrelevante neue Themen anstehen, dann sind diese hier mit aufzulisten, um einfach auch das Management hier abzuholen und zu informieren und auch eine entsprechende Maßnahme festlegen zu lassen, vielleicht gegebenenfalls, ne, falls diese notwendig ist. Des Weiteren muss mit aufgeführt werden, Veränderungen bei den Erfordernissen, Erwartungen interessierter Parteien, einschließlich bindender Verpflichtungen. Das heißt, wenn sich zum Beispiel gesetzliche Änderungen ergeben haben im letzten Jahr beispielsweise, diverse Regelvorschriften haben sich verändert, dann sind diese Informationen entsprechend hier mit aufzulisten. Des Weiteren, wenn interessierte Parteien auch sich anmelden, beispielsweise Behörden, BGen oder Umweltämter und deren Erwartungen, Erfordernisse sich verändert haben, dann ist das auch mit zu berücksichtigen. Des Weiteren sind mit aufzulisten im Rahmen der Managementbewertung Veränderungen bei bedeutenden Umweltaspekten. Das heißt, wenn Sie jetzt im Prinzip feststellen, dass Ihre Umweltaspekte-Landschaft sich verschoben hat und weitere andere bedeutende Umweltaspekte auftauchen, sind hier diese auch entsprechend mit zu liefern. Und auch Veränderungen bei Risiken und Chancen sind hier mit aufzulisten. Es stellt sich immer die Frage, gibt es Veränderungen? Wenn es keine gibt, dann ist es auch gut. Ist trotzdem notwendig, dass Sie diese Punkte mit auflisten im Rahmen einer Standardagenda, beispielsweise für das Management Review. Und wenn es Veränderungen gibt, dann müssen die entsprechend hier mit berücksichtigt werden. Im Unterpunkt C heißt es, dass die Managementbewertung ebenso den Aspekt berücksichtigen muss über den erreichten Erfüllungsgrad der Umweltziele. Das bedeutet, Umweltziele wurden gesetzt, ja, es wurden Maßnahmen definiert und im besten Fall umgesetzt und nachgemessen. Ja. Das heißt, das Management muss darüber informiert werden, wie die Umweltziele
gerade stehen. Das ist das, was dahinter steht. Das ist das, was auch im Management Review, in der Managementbewertung mit Beachtung finden muss. Des Weiteren sind Informationen über die Umweltleistung der Organisation einschließlich Entwicklungen bei Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen aufzuführen. Das bedeutet letztendlich, dass Korrekturmaßnahmen und diverse Maßnahmen, die im Zusammenhang mit ihrem Umweltmanagementsystem stehen, auch mit aufgelistet sein müssen. Das können unterschiedlichste Dinge sein. Wenn Sie beispielsweise ein brandschutztechnisches Problem hatten und infolgedessen beispielsweise eine Brandwand in Ihrer Fertigung aufgestellt haben, dann ist das beispielsweise eine Korrekturmaßnahme, die es gilt hier mit aufzulisten. Also alles, was Ihr Umweltmanagementsystem betrifft und was eine Korrekturmaßnahme darstellt oder nicht konformitiert auch. Des Weiteren sind letztendlich auch Ergebnisse von Überwachung und Messungen mit aufzulisten, das heißt Kennzahlen beispielsweise. Wenn Sie Ihren Stromverbrauch entsprechend verfolgen und nachverfolgen, nachvollziehen und tracken und als Kennzahl überwachen, dann sind das entsprechende Diagramme, die hier mit aufgelistet werden können und sollen. Im weiteren Punkt ist auch mit aufzulisten die Erfüllung Ihrer bindenden Verpflichtungen. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite Ihre bindenden Verpflichtungen, einschließlich gesetzlicher und behördlicher Verpflichtungen, die Sie als Unternehmen haben. Und hier ist natürlich der richtige Punkt, um diesen Erfüllungsgrad Ihrer bindenden Verpflichtungen an das Management mitzuteilen. Das bedeutet, wenn Sie diverse Punkte im Rahmen der Bewertung, der Einhaltung Ihre bindenden Verpflichtungen beispielsweise herausgearbeitet haben und es sich herauskristallisiert hat, dass es Bereiche gibt, in denen eventuell noch Fragezeichen im Raum stehen, dann ist das genau dieser richtige Punkt, um diese Themen anzusprechen. Und außerdem als vierter Punkt in dem Bereich müssen aufgelistet werden Auditergebnisse. Sie müssen interne Audits beispielsweise durchführen, aber auch externe Audits durchführen lassen und die Ergebnisse zu diesen ganzen Audits als Ganzes, als Zusammenfassung, sollen hier auch Beachtung finden. Im weiteren Punkt E heißt es im Rahmen der Norm, dass die Angemessenheit von Ressourcen ebenfalls diskussionswürdig ist. Das heißt, die oberste Leitung muss letztendlich darüber entscheiden, ob die Angemessenheit von Ressourcen gut ist, wie da weiter zu verfahren ist oder ob eventuell ein Nachteil entsteht und braucht daher auch Informationen über die Angemessenheit von Ressourcen, die im Rahmen des Umweltmanagementsystems mitwirken. Des Weiteren sind relevante Äußerungen interessierter Parteien einschließlich Beschwerden zu thematisieren, wenn solche vorliegen. Ja, es kann natürlich sein, dass sich Nachbarn beispielsweise beschweren, weil sie vielleicht zu laut sind oder weil es irgendeine Geruchsbelästigung und ähnliche Dinge gibt. Wenn sowas existiert, wenn sowas mal aufgetaucht ist, dann ist das hier adressiert, sodass das Management diese Information auch von Ihnen enthält und gegebenenfalls Maßnahmen dafür einleiten kann. Last but not least dient als Eingabe im Prinzip für die Managementbewertung, dass Sie Möglichkeiten zur fortlaufenden Verbesserung darstellen und quasi Vorschläge geben, wie Ihr Umweltmanagement weiterhin verbessert werden kann. Somit haben Sie ein ganzes Paket eigentlich an einzelnen Punkten, in dessen Rahmen Sie Ihr Management befüttern und Informationen liefern, zu denen sich das Management entsprechend äußern kann. Im Rahmen der Ergebnisse der Managementbewertung müssen enthalten sein Schlussfolgerungen zur fortdauernden Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems. Plump gesagt muss das Management entscheiden, ob alles okay ist, ob alles wunderbar funktioniert oder nicht. Ja. Wenn alles wunderbar funktioniert, alles gut. Ja. Wenn nicht, dann sollten natürlich eventuell Maßnahmen vielleicht ergriffen werden, um sicherzustellen, dass im Rahmen des nächsten Zyklus, der nächsten Bewertung dann entsprechende Korrekturen vorgenommen worden sind und Ihr Managementsystem dann auch wie gewollt funktionieren kann. Des Weiteren müssen die Ergebnisse der Managementbewertung enthalten Entscheidungen zu Möglichkeiten der fortlaufenden Verbesserung.
Das heißt, Sie haben ja schon Vorschläge beispielsweise gebracht, was für Möglichkeiten der Verbesserung existieren. Und hier ist jetzt gefordert, dass die Geschäftsleitung, die oberste Leitung letztendlich, sich dazu äußert. Ja, ob Verbesserungsmöglichkeiten auch wahrgenommen werden. Vielleicht gibt es ja andere Verbesserungsmöglichkeiten, die der Geschäftsleitung im Sinn stehen. Und in dem Fall ist das eben so hier in diesem Bereich aufzunehmen. Des Weiteren Entscheidung zu jeglichen Änderungsbedarf am Umweltmanagementsystem einschließlich Ressourcen. Das heißt, wenn die Geschäftsleitung im Rahmen der vorhergegangenen Agendapunkte feststellt, dass ein gewisser Änderungsbedarf stattfinden muss, dann ist das auch mit aufzunehmen, mit zu dokumentieren, letztendlich im Rahmen der Managementbewertung. Möglichkeiten, die Integration des Umweltmanagementsystems mit anderen Geschäftsprozessen zu verbessern, falls benötigt, sind auch mit aufzulisten. Das heißt, letztendlich, es kann vorkommen, dass ein Umweltmanagementsystem, sage ich mal, abgesprengt als Einzelwesen in der Geschäftsprozesslandschaft existiert. Und wenn da zum Beispiel Synergieeffekte mit erzeugt werden können und die Geschäftsleitung das erkennt und das fördern möchte, dann kann man auch diesen Punkt hier in die Managementbewertung mit aufnehmen. Und als letzten Punkt der Ergebnisse einer Managementbewertung sollten oder müssen enthalten sein jegliche Folgerungen für die strategische Ausrichtung der Organisation. Ja, eine sehr allgemeine Aussage und Forderung letztendlich. Geht es aber darum, um die Kernfrage, wie richtet die oberste Leitung letztendlich ihre Strategie bezogen auf ihr Umweltmanagementsystem um? Will sie zum Beispiel einen gewissen CO2-Footprint in naher Zukunft unterschreiten? Oder gibt es sonstige andere Dinge, die eine Relevanz in der strategischen Ausrichtung der Organisation bezogen auf das Umweltmanagementsystem spielen? Das sind die Ergebnisse, die letztendlich gefordert sind. Und als letzten Punkt bleibt zu erwähnen, dass die Organisation auch dokumentierte Informationen als Nachweis der Ergebnisse der Managementbewertung aufbewahren muss. Das heißt, die Managementbewertung als Ganzes sollte letztendlich als Dokument oder als dokumentierte Information vorliegen, um im Rahmen des Audits entsprechend den Nachweis zu erbringen, dass diese Normforderung erfüllt wird. Als Hinweis an dieser Stelle, das Management Review an sich wird höchstwahrscheinlich eine der ersten Termine sein, die Sie im Rahmen Ihres externen Audits eingeplant haben. Und das hat den Hintergrund, dass es natürlich viel einfacher ist, erst sich ein allgemeines Bild der Organisation zu schaffen bezüglich diesen ganzen Themen, die aufgelistet worden sind. Und daher ist es sehr ratsam, jeden einzelnen Punkt, der im Rahmen der Norm in diesem Kapitel abgefragt wird, beispielsweise in ein Dokument reinzudrängen und im Rahmen einer Agenda, einer Tagesordnung jeden einzelnen Punkt letztendlich abzuwickeln. Ja. Dazu sollten Sie sich die Normpunkte rausnehmen und einfach in ein separates Dokument reinnehmen, sodass Sie sichergestellt haben, dass Sie wirklich jeden einzelnen geforderten Punkt auch abwickeln und somit im Auditprozess dann eine gute Basis schaffen, um Ihr Audit zu bestehen.